Ja, servus die Madln und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr an den Eingangsbildern sehen konntet, die Donau hat fast kein Wasser mehr. Wir sind auf einem Stand von 1,30 Meter. Ich denke, da ist sogar schon der Schiffsverkehr eingestellt. Da dürfen wahrscheinlich nicht mehr Sportboote fahren. Ja, das würde ich mir gerne. Ich bin auf der höheren Seite Stopfenreuther auch, quasi so stromabwärts auf der linken Seite. Gehen Richtung Donaubrücke und dann den Treppelweg weiter, wo wir eh schon ein paar Mal waren. Und da möchte ich ein bisschen schauen, wie es dort ausschaut, so bei Niedrigwasser. Ah, ist schon lange nicht gesehen, also schauen wir uns das an. Gehen wir mal. Ja, was man hier alles findet. Ein alter Benzinbrenner. Ja, leider kaputt komplett. Ja, es ist aber trotz allem, weil es jetzt immer so heiß war, doch relativ feucht hier. Gut, der Boden ist ausgetrocknet, aber ja, die Auenwälder sind doch noch schön feucht. Wahnsinn, wie wenig Wasser da drinnen ist. Gigantisch. Ah, da hat schon einer ein Shelter angefangen zu bauen. Na, hoffentlich schwimmt er nicht davon, wenn das Wasser kommt. Die Hitze macht sich auch bemerkbar. Ja, an der Oberfläche alles voller Algen. Und natürlich fehlt hier auch schon gewaltiger Wasserstand. Natürlich auch hier die Vegetation. Urig, muss ich sagen. Hier Algen drinnen, fast kein Wasser mehr. Ja, wir werden den Tripolik weitergehen. Und ich denke, über die kleine Furt komme ich da heute locker drüber. Ja, Freunde, wir nähern uns der Furt und die ist natürlich ausgetrocknet. Super. Weiter geht's. Seid froh, dass man das nicht riechen kann, weil bei uns in Österreich sagt man, pfui, das lädelt. Ja, schauen wir doch noch ein Stück weiter. Ja, da ist noch ein bisschen mehr Wasser in den Seitenhalmen, aber auch nicht mehr überwältigend viel. Ja, da hinten ist eigentlich gar nichts mehr. Das war's. Aber auch wie man hier unmittelbar sehen kann, es ist furztrocken. Das ist ein kleiner Trampelpfad. Wahrscheinlich ein Tierpfad. Sonst geht da wahrscheinlich eh keiner. Ja, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ja, Wahnsinn, wir haben wieder mal 30 Grad und da knallt die Sonne auch herunter und durch das Dickicht nur dazu, doch recht anstrengend, zumindest für mich. Aber das da nicht gerade lustig ist zum Gehen, da ist alles wackelig, aber da vorne schaut schon wieder super aus. Ja, und der nächste Nebenarm von der Donau, auch schon fast ausgetrocknet. Und hier riecht es extrem nach Wildsau. Also wenn da nicht in der Dickicht welche drin sind, extrem nach Wildsau riecht es hier. Ja, die werden Pause machen. Ja, schauen wir in der Donau weiter. Da hinter mir habe ich jetzt das Schnauben gehört, also das typische Wildschweinschnauben. Ja, da habe ich mich sicher nicht getäuscht, da sind welche drinnen. Aber die stören auch gar nicht. Weiter geht's. Ja, Freunde, das ist schon gewaltig. Normalerweise steht ja hier das Wasser. Und jetzt kann ich da trockenen Fußes durchlaufen. Der grüne Streifen da vorne ist die Hamburger Schotterbank. Also wenn wir die erreichen, trockenen Fußes, das war heute ja urgeil. Da war ich nämlich noch nie oben. Schauen wir mal.
schaut euch die geilen Platzerl an zum Übernachten. Na, waren die nicht hammermäßig geil? Puh. Das ist ja nicht nur geil, das ist ja extremst geil. Die Wurzel allein schon, Wahnsinn. Hammer, Freunde, Hammer. Ja, leider ist da vis-à-vis Geheimburg, da ist sicher ein Mordskrawall. Aber wir erreichen die Heimburger Schotterbank trockenen Fußes. Ja, das ist nun die Heimburger Schotterbank und ich finde es irgendwie so leibend von der Natur. Kaum ist das Wasser weg, wachsen hier schon die kleinen Bäumchen. Gigantisch. Ja. Ja, da drüben das Kulturgebäude von Heimburg im obersten Stock, wo man da diese Glasfrauen sieht. Da ist das Museum von Heimburg, erzählt die Geschichte Römer und so Konsorten. Da oben wieder unser Schlossberg, die Heimburger Kirche und hier der Ausblick auf den Brandsberg. Und ich freue mich so, ich bin auf der Hunsheimer Schotterbank. Haha, das ist so geil! Ja, da werde ich aber jetzt einmal ein kleines Päuschen einlegen, weil jetzt brauche ich mal was zum Trinken und ein Käfchen. Bin schon ausdrückert. Ja, da vorne ist die Schotterbank wieder aus. Ich glaube, da ging es sogar noch weiter. Ich glaube, da könnte ich sogar bis zur Macht durchgehen, eventuell. Aber das machen wir nicht, weil jetzt habe ich schon einen gewaltigen Durst. Jetzt mache ich mir ein Päuschen. Ah. Ja, jetzt hilft alles nichts, ein kleiner Schluck. Boah. Käfchen in der Thermos. Ja, da schaut es ganz was Neues von mir, gell? Ja, mein Prost wieder an meine Krankensessel und dann an die Gesunden. Ja, ja, der ist noch genauso heiß, wie ich gemacht habe daheim. Nein, noch nicht bei der Hitze. Ja. Auf alle Fälle ist es mir jetzt leichter. Ja, alles wieder zusammenputzt. Naja, wir haben ja keinen Dreck gemacht heute. Und weiter geht's retour, frisch gestärkt. So, jetzt sind wir am Ende der Schotterbank wieder. Da liegt ein gewaltiger Riese. Ja, und hier das ganze Treibgut natürlich. Es bleibt da alles hängen. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Ja, Freunde, Hose ist einmal abgezippt. Ja, schaut's nicht, die Fußballerwallen. Und jetzt geht's einmal da ein Stück ins Wasser hinein. Vorne sieht man richtig, wie die Hitze flimmert. Also die Luft flimmert vor Hitze. Geil. Ja, und da fährt der nächste Dampfer. Stromaufwärts. Ja, Freunde, so schön das Planschen da auch ist. Aber werde ich schon langsam wieder Schucherlern anziehen und weiter Richtung Heimat gehen. So, und weiter geht's. Abgekühlt. Und jetzt geht's schön langsam weiter heim. Ah, ich glaube, ich sehe da vorne eine Sonnenblume. Ah, die steht hier allein und verlassen herum. Am selben Weg gehe ich wieder retour. Also da werden wir nichts Aufregendes mehr sehen. Und ich melde mich dann später, wenn wir wieder beim Auto sind. Ja, Freunde, das war's wieder. Ein paar, ja, 200 Meter noch bis zum Auto, dann bin ich da. Ja, altbewährter Spruch, ich sag wieder,
danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen und fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche und Servus die Malung und pfiat euch die Buben.